Hallöchen, meine Freunde der Nacht, und herzlich willkommen zurück, muss man ja schon fast sagen, zu StarCraft 2. Es ist inzwischen, es tut richtig weh, das sagen zu müssen, fast 2 Jahre her, dass wir zuletzt hier waren und die Kampagne gespielt haben und noch nicht mal zu Ende gespielt haben. Wir sind, ich glaube, Mission 8 abgeschlossen und ja, Mission 9. 2 Jahre hat es gebraucht, von Mission 8 zu Mission 9 zu kommen. Ich weiß selber nicht, warum. Aber wenn ihr die andere Mission noch sehen wollt, die Playlist ist ja da. Da kommt ja dieses Video auch rein. Und es geht im Prinzip in der Playlist nahtlos über. Da kriegt man die 2 Jahre gar nicht mit. Was hältst du von Dr. Hansen? Sie ist ein zuckersüßes Ding. Hat jedoch einen bitteren Nachgeschmack. Glaubst du, sie verbirgt irgendwas? Hast du dich mal gefragt, wieso die Zerg ihren Planeten so schnell angegriffen haben? Vielleicht gab's da was, was sie wollten. Etwas Zuckersüßes vielleicht. Fleißige kleine Bienchen. Ja. 2 Jahre hat's gedauert. Ich weiß es nicht. Er fragt mich nicht, wieso, weshalb, warum. Ich kann nur sagen, warum ich jetzt plötzlich, das zu Ende bringen müsste, also außerhalb, abgesehen von... Hätte nie gedacht, dass ich nochmal nach Meinhof komme. Wir haben uns damals fast totgeschuftet, um auf diesem Schutthaufen überleben zu können und von den Kelmorianern ausgenommen zu werden. Bis wir uns aufgelehnt haben, verstehst du? Da hat es uns einfach gereicht. Kann ich gut verstehen. Manchmal muss ein Mann einfach für seine Rechte kämpfen. Zum Teufel, wir waren einfach nur dumm. Im Recht zu sein, hilft einem wenig gegen Gaussgewehre und Kampfschreiter. So viele sind für nichts gestorben. Wenn du nicht gekommen wärst... Hey, deine Leute haben ihre Freiheit teuer erkauft. Mit ihrem eigenen Blut. Matt und ich waren nur froh, euch helfen zu können. Ja, also warum jetzt das Ganze? Nun, ich habe damals, als denn der... Ja, wie soll man sagen, die erste Erweiterung kann man ja nicht sagen. Der zweite Teil zu StarCraft 2, Heart of the Swarm, rauskam, mir gesagt, das spielst du erst, wenn du das LP-Projekt Rings of Liberty beendet hast. Und ja, ich habe es 2 Jahre lang nicht angepackt. Ich habe es geöffnet, habe mir das Artbook angeguckt in der Collector's Edition. Das war's. Ich habe das Spiel nicht gespielt. Ich habe es installiert. Obwohl installiert ist es ja nicht, ist ja mehr Produktcode eingeben. Aber ich habe es nie gespielt und das will ich jetzt endlich machen, denn dieses Jahr, oder was heißt dieses Jahr, morgen oder übermorgen startet schließlich schon die Beta zu Legacy of the Void, dem dritten und letzten Teil zu StarCraft 2, und der wird höchstwahrscheinlich noch dieses Jahr rauskommen. Also, jetzt muss ich mich aber in den Hintern treten, hier mal endlich Rings of Liberty zu beenden, damit wir irgendwie mal up-to-date sind und hoffentlich es noch schaffen, up-to-date zu sein, wenn Legacy of the Void offiziell rauskommt. Und wir schauen mal, wir haben hier irgendwie Fahrzeuge. Ich bin überhaupt nicht mehr in der Materie drin. Wir können Sachen kaufen. Schauen wir erstmal Basisbau. Da irgendwas, was sich lohnt. Nee. Infanterie, die Schilder haben wir. Benötigen kein Techlabor mehr. Das wäre natürlich gut. Nö. Die Marauder haben wir noch nicht freigeschalten. Aber wenn ich kein Techlabor mehr benötige, ist eigentlich gut. Doppelter Flammenwerfer. Thermit. Mehr Schaden. Aber doppelter Flammenwerfer ist doch auch mehr Schaden, oder? Ach, komm, nehmen wir den doppelten Flammenwerfer. Schließen das Ganze. Hier gibt es nichts mehr zu quatschen. In der Schiffsmesse gab es nichts mehr zu quatschen. Gehen wir mal ins Lab. Hier gibt es nichts zu quatschen. Gehen wir auf die Brücke. Na, Ariel? Schon einen passenden Planeten für deine Leute gefunden? Ja, ein unbewohnter Planet namens Haven. Er befindet sich am äußeren Rand des Protoss-Raums. Er scheint aber soweit sicher zu sein. Das wird ausreichen müssen. Deine Leute sollten sich besser eine Weile still verhalten. Sind sie beide nicht beunruhigt, dass die Kolonisten verseucht sein könnten? Wie können sie das auch nur in Betracht ziehen? Sie sind alle kerngesund. Das hoffe ich, Ariel. Mit den Protoss ist nicht zu spaßen, was Verseuchungen angeht.
Du solltest auf jeden Fall damit anfangen, an einem Heilmittel gegen den Zerg-Virus zu arbeiten. Aus schulmedizinischer Sicht würde ich sagen, es ist unmöglich, ein Heilmittel zu finden. Das Virus mutiert zu schnell. Aber ich werde es trotzdem versuchen. Sieh einfach, was du tun kannst. Mehr verlangt keiner. Genau, erstmal Heilmittel finden. Tja, was soll ich noch sagen? Also, ja, ich weiß gar nicht, wie lang die Folge wird, ehrlich gesagt. Denn mein Ziel ist, ich nehme eine Mission auf und teile diese dann in zwei Hälften. Da ich nicht weiß, wie lange die Mission wird, kann ich auch nicht sagen, wie lange die Folge wird. Dementsprechend, ich quatsche mal hier erstmal weiter. Ich arbeite an einem Mittel gegen den Zerg-Virus. Ich hoffe nur, dass meine Leute es nicht brauchen werden. Okay, was sagt... Kerrigan hat ein paar neue Tricks gelernt. Die Verseuchung auf Meinhof schien besonders virulent. Das ist das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann. Sein eigenes Ich zu verlieren. Und sich dabei immer mehr in ein verdammtes Monster zu verwandeln. Wenn auch nur einer von Dr. Hansons Leuten auf Haven infiziert ist. Ich weiß. Dann ist es nur eine Frage der Zeit, bevor die Protoss nach ihnen suchen. Aber ich habe immerhin schon einiges mit dem Protoss durchgemacht. Sollte es je so weit kommen, kann ich sie vielleicht beruhigen. Wir werden es sehen. Ja, jetzt haben wir ja, glaube ich, theoretisch mit alle gequatscht. Können wir also auf die Sternenkarte gehen und mal die nächste Mission starten, bevor wir uns hier noch tot quatschten. Also sagen wir, drei Planeten. Okay. Die von Möbius wollen, dass wir noch ein Artefakt von einem toten Planeten namens Xil holen. Anscheinend haben die ihr Spezialistenteam dahin geschickt, aber vor zwei Tagen den Kontakt verloren. Pech gehabt, würde ich sagen. Dafür holen wir noch einen Gefahrenzuschlag für die Mission raus. Da wär's ein Panzer. Wir müssen noch immer Zugriff auf den Adjutanten erhalten, den wir auf Tarsonis gefunden haben. Unser alter Söldnerkollege Orlan ist ein Experte im Entschlüsseln von konföderierten Codes. Wenn unsere Informationen stimmen, sollte er sich noch immer in der Spelunke in Deadman's Port aufhalten. Er ist nicht sehr vertrauenswürdig, aber er ist unsere beste Chance, diese Kodierung zu entschlüsseln. Da wäre bei den Adler kriegen, der gar nicht so schlecht ist. Auf Belshir gibt es ein seltenes Gas, das die Protoss Hauch der Schöpfung nennen. Sie betrachten es als Geschenk ihrer Götter. Wir nennen es Terrazin und im richtigen Abnehmer ist es ein Vermögen wert. Natürlich werden uns diese Protoss erledigen, wenn sie uns auf ihren heiligen Boden erwischen. Oder zumindest werden sie es versuchen. Legen wir uns schon mal den Protoss an, oder? Ich würde sagen, wir holen uns erstmal den Adler. Oder den Panzer. Belohnung ist überall gleich. 3 Forschungspunkte und 120.000. Xel'Naga-Artefakt oder... Ah komm, wir holen uns erstmal den Adler für diese Mission. Deadman's Port. Es ist riskant, bei all den Söldnern in der Gegend einfach hier zu warten. Colonel Orlan lässt sich auf jeden Fall Zeit, diesen Adjutanten für uns zu entschlüsseln. Ja, ich bekomme langsam ein schlechtes Gefühl bei der Sache. Empfange Übertragung. James, Orlan hat deinen Adjutanten geknackt, aber er hat vor, ihn der Liga zu verkaufen. Da muss echt was Interessantes drin gewesen sein. Er will, dass ich mich beschäftige, bis sie ankommen. Das ist ja schön, Mira, aber warum erzählst du mir das alles? Weil ich dich und Matt besser leiden kann als ihn natürlich. Wenn ihr mir das Gleiche bietet wie er, dann helfe ich euch, ihn auszuschalten. Er bezahlt in Mineralien, also mache ich euch dasselbe Angebot. Abgemacht. Es ist mir wie immer ein Vergnügen, Mira. Lass dir aber nicht zu lange Zeit. Wenn Orlan als Erster mit den Waren rüberkommt, dann wird leider nichts aus uns. Oh, und grüß Matthew von mir. Frag ihn mal, warum er mich nie anruft. Es wird nicht leicht, Mineralien hier runter zu schaffen. Wir werden Wiederverwertbares finden müssen, wenn wir Mira anheuern wollen, bevor Orlan es tut. Denken Sie, dass sie Orlan helfen wird, Sir? Sie ist Söldnerin. Sie arbeitet also für den Meistbietenden. Genau, und wir hoffen mal, dass wir derjenige sind, der Meistbietende ist. Ich hoffe, ich kann das Spiel überhaupt noch spielen. Ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. Ach, so schlimm wird es schon nicht sein.
meine, was ist ja aus Klicken, Rahmen ziehen und klicken. Da ändert sich doch nichts mehr am Spielprinzip. Die Länge der Ladebalken hat sich auch nicht geändert. Schade. So, beliebig Taste. Geh. So. Er hat schon wieder 400 im Vorsprung. Wir hören, Jungs. Wir haben einen Deal mit Mira Hahn. Dann lasst uns mal an die Arbeit gehen und diesen Adjutanten zurückholen. Nicht an. Dich brauche ich noch. Wie viel haben wir gerade auf Vorrat? 2, 3, 4, 5. Die klatschen wir direkt darauf. Dich brauche ich. Du baust mir mal bitte schön das da. Seit Jahren schon nehmen Piraten hier Schiffe auseinander. Es sollte nicht allzu schwer sein, genug Altmetall zu sammeln, um Mira auszubezahlen. Okay. Zack, daran. Dann brauche ich. Ach, wer ist die? Geht nicht. Pfeiltasten. Okay, die Steuerung ist doch noch nicht im Kopf, ist doch nicht im Kopf hängen geblieben. Danke, da kannst du gleich mal anfangen zu ernten, richtig. Noch ein bisschen Gas. Und ich hätte gerne, Moment, das ist Grünau. Holen wir uns mal einen davon, 1, 2, 3, 4, 5 davon. Greift das mal ab. Diese Schredder produzieren ständig Schrott, den wir wiederverwerten können. Wir sollten hier später noch einmal nachsehen. So, später. Ich sammle erstmal das ein, was da drin ist. Warum nicht? Ich habe ein kleines Geschenk für Matt und dich da gelassen. Ich bin nicht dazu gekommen, es ihm zu geben, als ihr Jungs das letzte Mal hier wart. Verdammt, Jimmy. Sind das etwa Adler? Gut beobachtet, Tarkas. Mit ihrer Hilfe können wir unsere Basis mit Minen sichern. Das sollte Orlan aufhalten. Wo landen sie? Ach, da. Holen wir uns mal einen davon. Söldner brauche ich noch nicht. Ah, da sind sie ja. Was soll's sein? Kommt noch was? Bingo! Gehen wir direkt mal dahin. Ich komme auf den Marauder. Das kriegen sie hin. Depots, 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 wo bist du? Das, dich brauche ich. Versorgungsdepot. Mach den mal platt. What? Bereit machen, Jungs. Ich hätte die Minen bauen sollen. Benötige weitere Depots. Depots werden auch schon gebaut. Ich schau drauf. Roger. Warum nicht? Basis wird angegriffen. Dich hätte ich gerne hier hinten. Ich hab dir von meinem Adlerblatt gemacht. Er hat die tatsächlich den. Oh. Wir könnten hier etwas Hilfe gebrauchen. Ja, Hilfe ist unterwegs. Hol ihn nicht. Alles klar, her damit. Ist was? Hab's vernommen, Sir. Was soll's sein? Was soll's sein? Ist was? Und da nochmal hin. Hab's vernommen, Sir. Dann kannst du zurück. Dann brauch ich. Reparier das mal. Zack, raus den rein. Worauf soll ich ballern, Sir? Sammel das mal ein, das soll's zu machen. Danke. Bingo! Ich kümmere mich drum.
sicher. In Ordnung. Jetzt geht's rund. Komm. Den da weg. Den da weg. Der ist härter. Schauen wir mal, was wir hier oben haben. Das sind die Artefakte. Ja, die 100%ige Basis. Autschi, autschi, autschi. Ab nach Hause. Ich hab hier ein kleines Geschenk für dich. What? Was denn? Autschi. Bloß einer überlebt. Was nicht passt, wird passend gemacht. Bunker. Ja. Das passt soweit. Den hätte ich gerne. Boah, Heigen erschreckt. Komm, den kannst du da bauen. Söldnertrupp. Warpix. Kommt noch was? Die können noch in den Trupp rein. Wie viel passen hier nochmal rein? Der Doktor ist da. Der Doktor ist da. Geh mal da rein. Komm, bauen wir nochmal einen dazu. Adler, 3. Alles klar. Du kannst nach da. Das kann er da. Denn was sagt mein Depot? BBF bereit. Mineralienfeld erschöpft. Yep. Der ist fast durch. Den können sie mich da weiter ernten. Aber wenn die mir hier unten so auf den Sack gehen, ne? Dann ganz im Ernst, dann mache ich die Feind, glaube ich, unten erstmal an. Immer mit der Ruhe. Das kann weg. Los. Das kann weg. Laufen wir erstmal nach unten. Kümmern wir uns mal um die Kommandobasis. Selbstverständlich. Aye, aye, Sir.